Die Chinesenkampagne Mission 3 starten wir. Genosse General, die Situation ist kritisch. Es gibt Berichte über eine weitere Terrorzelle in der Nähe des Drei-Schluchten-Damms. Die feindlichen Einheiten bedrohen unsere Truppen und unsere Top-Agentin Schwarzer Lotus. Stoppen Sie die Offensive der GBA und löschen Sie Ihre Armee aus, koste es, was es wolle. Die Kommandantin der Chinesen, das weibliche Äquivalent von Colonel Burton wahrscheinlich. Drei-Schluchten-Damm, Provinz Hubei, China. Flut der Gewalt. Das klingt nicht schön. Aber ich bekomme nix, wenn ich das richtig gesehen habe. Alle Einheiten zur Kommandozentrale. Schöne Flugzeuge. Immer schön, wenn man an einem unverschuldeten Gemetzel plötzlich teilnehmen muss und dann die Suppe ausbaden. Die Suppe auslöffeln, vielleicht so eher. Er badet schon gerne in Suppe. Ah, was zum... Geht los. Dann speichern wir mal direkt. Jetzt wird's nämlich echt hart. Zerstören Sie den Damm. Erstmal hätte ich gern ein Kraftwerk. Habe ich noch einen? Nein, das war mein einziger Bulldozer. Toll. Wo ist der Damm? Wo ist der Damm? Da ist der Damm. Ist das gut, wenn ich das jetzt sofort mache? Ich hoffe doch sehr. Das ist gut. Oh, Streuminen. Ah, ich glaube, das ist besser. Kann ich aber auch noch mitnehmen. Und dann mache ich das. Werde ich angegriffen oder wo, was, wie? Kaputt. War bestimmt viel zu früh jetzt. Jetzt geht es nämlich richtig los. Aber ich habe mich irgendwie so unter Zeitdruck gefühlt. Durch das Leck im Damm sinkt der Wasserspiegel. Früher oder später können Sie den Fluss überqueren. Zerstören Sie die GBA. Bevor die GBA den Fluss überquert. An die Arbeit. Toll, ich glaube, ich hatte viel mehr Zeit gehabt. China wird wachsen. Naja, egal. Hätte ich noch ein bisschen gewartet. Von wo kommt jetzt Gefahr? Von unten? Von rechts? Irgendwann von unten, nehme ich an. Ich weiß noch nicht, wo ich genau bin. Ich brauche eine Karte mal wieder unbedingt. Aber als erstes mal hier Nachschublager bitte. Schneller. Hoffentlich war das nicht zu nah dran und dann kommen die irgendwie nicht gescheit herum. Welche Basis? Und wo? Ich sehe nichts. Ach so, da. Oh, sag mir das doch einer. Geil. Das war's dann damit. Schwarzer Lotus. Ich glaube, die ist einfach keine richtige Kampfeinheit, sondern macht anderen Kram. Ich kann Gebäude erobern, glaube ich, und so Zeug. Ja, Gebäude besetzen, Fahrzeug manipulieren und Geldtransfer. Ich kann ihren Nachschub umladen. Ja, da muss ich beim feindlichen Nachschublager auch sein. So, dann wollen wir gerne eine Waffenfabrik. Tut mir leid, da kann ich nicht bauen. Vielleicht auch erstmal eine Kommandozentrale. China wird wachsen. Denn mit einem einzelnen Bulldozer kommt man nicht weit. Ich komme durch. Sie ist unsichtbar, solange sie nicht angegriffen wird. Denn selbst angreifen tut sie ja nur. Ja, wenn sie halt ein Fahrzeug manipuliert. Oder vielleicht auch Geld stiehlt. Worum Aber geht's? Wirklich verteidigen kann sie sich nicht. Hm. Ich höre. So, ich brauche ein Radar. Warum kann ich kein Radar bauen? Das möge mir mal einer mitteilen. Moment. Das ist eine Waffenfabrik, oder? Ich bin vielleicht schlau. Ich wollte eigentlich eine Kommandozentrale bauen. Aber bei chinesischen Gebäuden komme ich noch manchmal durcheinander. Kommt wirklich nur von hier unten Gefahr oder noch von hier links? Das wüsste ich halt mal gern. Bestimmt kommt irgendwann ganz überraschend von links jemand. Und ich habe die ganze Zeit nicht damit gerechnet. Cool.
Chinas gepanzerte Transporter. Was hat er gesagt? Ach so, Chain Guns. Leider kann ich immer noch keine Overlords bauen. Aber jetzt kann ich erst die Teile hier aktivieren, offenbar. Die Terroristen können den Fluss jederzeit überqueren. Große Pläne. Wir sollten sie angemessen empfangen. Ich brauche erstmal ein Radar. Gut, wo sind denn Gebäude von den Terroristen? Ich sehe noch gar nichts, ich brauche Radar. Ich bin so hilflos ohne Radar. Endlich. Ich sehe was. Schön. Gut, wo kommen die denn jetzt genau? Mache ich halt hier mal was hin, das wird nicht schaden. Wenn da Fahrzeuge drüber fahren, ist das, glaube ich, ungesund. Dann lauf du doch mal hier irgendwie erkunden. Anders geht's ja offenbar nicht. Ihr könnt ja theoretisch auch hier rein, dann seid ihr geschützt. Die werden wohl kaum hier außen rumlaufen, oder? Gut, ich brauche mehr Einheiten. Brauche ich auch Verteidigungsgebäude. China braucht uns. Das Tolle ist ja, die Terrorspiegel ist gesunken. Oh, oh. Die Terroristen überqueren den Fluss. Ach, jetzt schon, toll. Oh. Endlich. Oh, warum habe ich keinen normalen? Wir sind die rote Garde. Verstanden. Du kannst hier auf jeden Fall ein bisschen was erobern. Ach, da oben. Ja, das habe ich nicht gecheckt. Das habe ich nicht gecheckt, dass die von da kommen. Geil. Ah. Schnell. Einheit verloren. Auf den Feind. Wir haben noch Raketen geladen. Toll. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die. Es war eigentlich klar, ja, aber ich habe es nicht kapiert. Geht er jetzt gar nicht mehr runter oder wie? Upgrade verfügbar. Hedling-Geschütze können wenigstens beim Fahren auch schießen, im Gegensatz zu den Drachenpanzern offenbar. Schön. Dann hole ich erstmal das hier, wenn ich mal könnte. Hier kommen die nicht hoch, nehme ich mal an. Hoffe ich mal stark. Natürlich. Gut, endlich mal ein bisschen Ruhe hier. So, worauf wollte ich jetzt mit meinen Artillerie? Ich kann gar nichts erreichen gerade. Ich sehe nämlich noch nichts. Sammelt ihr auch oder steht ihr nur drum rum? Gut, die sammeln. Die müssen sich halt nicht bewegen dafür. Juhu. Jetzt werden gleich Fahrzeuge billiger. Das ist sehr hilfreich. Sobald ich das Teil hier eingenommen habe. Schneller, 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 schneller. Für das Wohl Chinas. Gut. Könnt jetzt mit dem Bulldozer hier noch Gatling-Geschütz bauen. Aber wie ich schon vorhin angefangen habe zu sagen und dann unterbrochen wurde, geht das da wieder hoch, ne? Die GBR hat ja keine Lufteinheiten, wenn ich mich recht entsinne. Deswegen sind Gatling-Geschütze nur gegen Bodeneinheiten jetzt zu gebrauchen. Und dafür lohnt es dann, glaube ich, noch nicht so richtig. Dafür habe ich ja eigene Einheiten hier. Jetzt sind die alle billiger geworden. Um 80 Euro ungefähr. Hier steht ja kein Dollar mehr dabei. Mit was bezahlt man in China? Yen war Japan. Mit irgendeiner unbekannten Währung. Chinesische Dollar. Warten auf Befehle. Sofort. Sagen wir einfach Euro. Das kennt jeder. Feindpanzer in der Nähe. Ja. Gut, das sieht man auch. Sorgt jetzt auch dafür, dass man hier die Karte aufgedeckt lässt. Das ist doch dann auch nützlich. Zusätzlich. Warten auf Befehle. Jawohl, man kommt ja, hier nicht hoch. Perfekt. Dann habe ich nur noch mich hier um diesen Bereich zu kümmern. Sind unterwegs, General. Entweder hier und wahrscheinlich auch hier unten. Da muss ich mich auch erstmal umgucken. Wir sind die Rote Garde. Am besten mit dir. Habe ich schon losgelassen. Die Volksarmee. Sofort. Greife aber nicht sehr stark an. Eventuell, naja, ich habe ja nicht unendlich Ressourcen, fällt mir gerade auf. Ich habe nur diesen Ölförderturm, der noch ein bisschen noch dazu gibt. Da kommen sie wieder. Einheit verloren. Alle mal unter 1. Mann, sind die schwach, meine Einheiten. Okay, wo drauf? Auf die Brücke kann ich, glaube ich, gar nicht. Aber hier drauf. Da könnte ich auch welche reinschicken, stimmt. Und?
Ah, so ist das gut. So ist das schön. Kaputt, kaputt. Ah, der hat's überlebt. Das gibt's doch nicht. Feindpanzer in der Nähe. Noch einer. Fällt mir gerade auch. Einheit verloren. Gibt's doch nicht. Warum meine so schwach? Suchen wir die Panzer. Hier das Raketensoldat. Geh du doch mal da rein. Das Gebäude ist mir eh ein Dorn im Auge. Sieht aus wie das Haus, in dem Son Goku aufwuchs. So ein bisschen. Oh, warum wird nicht nachgebaut? Gut, ich habe so viel Geld, ich kann es mir eigentlich nicht leisten, keine zweite Waffe verrückt zu bauen, vor allem. Weil meine Einheiten so schwach sind. Brauche ich ein paar mehr. Ist der gar nicht so weit gekommen, hm? Gut. Oder ich habe ihn nicht losgeschickt, wirklich. Das Latsch halt. Weil er noch unter 1 steht, genau, das ist der Grund. Dann bist du jetzt mal 2. Ein da. Wir haben jede Menge Platz. Truppentransporter einsatzbereit. So, die ist fertig. Sehr schön. Zack, 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 zack. Und das Geld ist alle. Schön. Wo bist du? Du bist noch da. Guck dich weiter um. Vielleicht finden wir ja noch mehr Gebäude, die uns nützlich sind. Ich denke da vor allem an Ölfördertürme. Die wären mir am liebsten. Stillgestanden. Aber Wasser ist hier echt der übelste Blocker. Man kommt nicht rüber. Höchstens mit Lufteinheiten, die ich jetzt noch gar nicht gebaut habe, aber ich könnte sie bauen. Hm. Sind unterwegs, General. Oh, puh. Hallo. Sofort. Hallo. Wir werden im Wohlstand leben. Du gehst jetzt mal bitte da runter und baust dann da sowas hin. Verteidiger des Friedens. Sofort. Hätte beinahe GDI-Basis gelesen. Wird gemacht. Ja, das ist schon eine gute Verteidigungslinie hier. Und der ist auch schon ein Dreier, der Typ. Krass. Aber leider hat er gleich kein Gebäude mehr. Schade. Kann ich das für irgendwas mal gebrauchen? Der humpelt sofort sich da vorwärts. Sind unterwegs, General. Verstanden. Gut. Oh, da ist es schon leer. Das ging aber schnell. Dann kann ich die gleich alle runterschicken zum anderen Nachschublager. Du bleibst am besten hier für den Notfall. Und das war's. Perfekt. Guck sich da noch ein bisschen um. Verteidiger des Friedens. Ich mach große Ziele. Boah, eine Rakete. Kann es sein, dass das Gebäude mich noch schützt? Ja, schießt da mal drauf. Ich glaube, das Gebäude schützt den noch. Deswegen ist das, hätte die Rakete ihn doch bestimmt auf einen Schlag gegenüber gemacht. Die sind da viel zu leise, wenn die das sagen. China braucht neue Rohstoffe oder was er gesagt hat. Wo soll das Zeug hin? Und jetzt merkt ihr nicht, dass unten noch ein Nachschublager ist? Was die Sammler in anderen Teilen zu viel hatten? Eine Eigeninitiative haben sie hier zu wenig. Wir holen noch mehr. Verteidiger des Friedens. Verstanden. Einheit verloren. Ja, ja, ich habe schon gemerkt. Ich brauche hier mal ein bisschen Nachschub. Ich finde sie alle. Drauf, drauf, drauf. Ich muss mal wieder nachbauen. Fällt mir gerade auf. Reicht gerade nicht. Ja, dann greift doch mal an, Leute. Viel zu viele unterschiedliche Einheiten. Ich glaube, es reicht schon für die ganze Mission. Warum ist sie so einfach bis hierhin? Vielleicht wird sie ja noch schwerer. Bis hierhin kommt sie mir nicht schwer vor. Die lassen mich ja weitestgehend in Ruhe. Ganz selten kommen sie mal mit ein paar Einheiten zum Kuscheln rüber, aber sonst. Vielleicht sind die LKWs sogar besser, wenn das Nachschublager so nah da steht. Besser als Flugzeuge. Ah, gegen Infanterie ist das auch nützlich. Sehr schön. Aber die nehmen sie dann eher als Kanonenfutter offenbar. Naja, besser ist nichts. Ich würde sagen, ich speichere mal und dann versuchen wir mal einen kleinen Ausfall. 15 Minuten schon? Was? So lange spiele ich die Mission schon? Mir kommt es vor wie 5 Minuten, echt.
sind schon unterwegs. Und ich hoffe mal, wenn ich mit meinen eigenen Einheiten darüber fahre, nehme ich keinen Schaden. Sonst wäre das doof. So, auf geht's. Ja, sammelt doch mal ein bisschen schneller. Ich habe doch hier 4 verschiedene Einkünfte. Aber es kommt kaum was rein. Auf jeden Fall ist das die einzige Route hier, die überhaupt zu mir führt. Also keine große Gefahr eigentlich. Oh, noch mehr Ressourcen. Habt ihr es gesehen? Sehr schön. Wo soll ich drauf? Lohnt sich das irgendwie? Schafft das auch so, oder? Wenn sie mal hinterher kämen, meine tollen Einheiten. Das wird ja nicht nachrepariert, denke ich mal. Ich sollte mich erstmal um die Einheiten kümmern, glaube ich. Gefährlicher. Ach, freue ich mich, wenn ich gescheite Panzer bauen kann. Overlords. Einheit verloren. Wir sind schon unterwegs. Wird ja nicht lange dauern. Dann habe ich jetzt hier auch das nächste Nachschublager, wenn das jetzige leer wird. Alles kein Problem. Muss nur wieder ein eigenes Nachschublager da ranbauen. Soll ich unsere Truppen hier abladen? Kann ich die alten verkaufen? Ach, ist das einfach. Also bis hierhin, ich kann mich jetzt nicht irgendwie aufregen. Genosse General, eine Menge Einheiten verloren. Das Nachschublager der Terroristen ist in der Stadt. Wenn wir ihre Nachschubwege unterbrechen, müssen sie sich ergeben. Das ist ja easy. Ah, warum kann er so weit schießen? Einheit verloren. Ich suche ihr Nachschublager. Wenn ich das kaputt gemacht habe, hat sie ja gesagt. Und das kann ich aus der Luft gleich erledigen, wahrscheinlich. Was kommt jetzt? Ja, komm, nervt mich nicht. Ich bin noch viel stärker als ihr. Das ist nämlich selbst kopiert und nicht selbst gestohlen. Wir sind schon unterwegs. Soll ich unsere Truppen hier abladen? Wo laufen die hin? Die laufen noch zum... Wo ist das? Warum laufen die so weit, ist die Frage. Könnt auch einfach warten, bis die paar Ressourcen da aufgesammelt sind. Dann haben sie auch keine Chance mehr. Dann müssen sie sich ergeben. Überraschen wir die Mistkarre. Ja, ja, überraschen mit meinen 3 Einheiten, die ich noch habe. Vielleicht mit Verstärkung ranholen. Justiere Gasventile. Einheit verloren. So, zack, 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 zack. Justiere Gasventile. Hoffentlich kommen die noch rechtzeitig, bevor alle tot sind. Immerhin gibt es hier Variationen von verschiedenen Panzern. Ist ja sonst eigentlich eher nicht der Fall. Das war's mit dem. Aber da kommt die Verstärkung. Ich sehe immer noch keinen. Das ist ganz hier unten irgendwo versteckt. Von wegen Stadtmitte oder was sie gesagt hat. Einheit verloren. Zündung! Zündung! Wenn sie nicht immer so einzeln kämen, werden wir viel stärker. Ich will erstmal den. Ich lasse mich hier nur abschlachten, das geht ja gar nicht. Einheit verloren. Ja, jetzt killt den mal. Hallo. Der wird noch repariert. Schön killen. Ey, das gibt's doch nicht. Wie überlebt er das? Alter, die haben meine ganze Armee dezimiert. Was ist denn hier los? Geht mal da besser hin. Du, das machen wir wohl ein bisschen anders. Habe ich gerade entschieden. Kommen die jetzt direkt hoch? Die wollen sich revanchieren. Ey, der fährt einfach drum rum. Was ist das denn für ein Sack? Kann ja wohl gar nicht sein. Jetzt stirb endlich, du Sack. Sacks Nase. Gut, mehr als 3 Sterne geht hier noch nicht. Nervt mich nicht, habe ich gesagt. Einheit verloren. Das war das, was soll wieder höher gehen? Warum kann das nicht sein? Der Sieg ist unser. Ich kämpfe für mein Volk. Die sind so schwach, die Panzer. So viel schöne Variation hier.
aber alle zu nichts zu gebrauchen. Ja, ist noch ein bisschen was drin. Theoretisch kannst du mal zurückkommen. Dich können wir nach Hause schicken, du bist krank genug, der arme Kerl. Einheit verloren. Ja, General. Hä, wen habe ich da verloren? War da noch jemand? Ich habe vergessen, Egon. Nein. Ich glaube, ich brauche mehr Mauerpanzer. Gerade gegen feindliche Panzer sind die halt am nützlichsten. Dann bauen wir da mal nur Maus. Und hier nur von denen hätte ich noch Geld. Kommt viel zu langsam rein. Dabei sind die Fahrzeuge schon billiger. Durch das Teil, durch die Ölförderraffinerie. Die Ölraffinerie. Ja, fahrt doch mal in die blöden Dinger rein. Für die Ehre Chinas. Einheit verloren. Wo geht's zur Schlacht? Chinas Panzerdivision. Gut, ich würde mich gerne da mal vors Nachschublager setzen, damit ich da ein eigenes hinbauen kann. Einfach nicht direkt zum Feind schon. Wir rücken vor. Zivilgebäude. Ja, schön, wie ihr euch abschlachten lasst. Bei der engen Pforte. Ich glaube, die Gatling-Panzer sind hier gar nicht mal so sinnvoll. Ich konnte noch kein einziges Mal Artilleriezeug nehmen. Schnell, ich brauche Nachschublager. Kann ich nicht die Brücke einfach zerstören? Theoretisch schon, aber dann komme ich selber nicht mehr rüber. Dann habe ich vielleicht verloren. Für die Rote Armee. Der Sieg ist Einheit verloren. Ja. Am Arsch. Ach so, ich weiß, was ich vorhin da unten verloren habe. Das Flugzeug, was die Streuminen geschickt hat, glaube ich. Befehle werden ausgeführt. Wir stellen uns da jetzt hin. Ihr verlängert die Linie, indem ihr euch hier hinstellt. Nervt mich nicht. Dann nehme ich den da mit und schicke den erstmal hier hin, bevor ich das Gebäude in Auftrag gebe. Huch, welche Taste habe ich denn jetzt gedrückt? Eine, bei der die Einsatzbesprechung automatisch aufgeht. Jetzt geht mal wieder zurück, sonst locken die uns nur noch weiter runter. Kommt mir nicht nach, ich bin euer Freund. Mann, oh Mann, oh Mann. Darf den nur nicht da unten rein folgen. Na also, der Dreier muss sterben. Und. Boah, jawohl, weg ist er. Leider hat da keiner jetzt davon profitiert. Die wollen nur die Minen wegfahren, glaube ich. Und sich dann heilen lassen. Aber jetzt musst du sterben. Gar nicht mal so leicht, sich hier zu halten. Muss ich ja mal zugeben. Ich sollte mal vielleicht ein bisschen nachbauen. Schnell. Einer ist da. Einer ist wieder bereit. Jetzt haben sie keine Chance. So. Zu wenig Geld. Schön. Warum ist das so teuer? 1500. Ach, nervt mich nicht. Gehen wir mal da ganz weit hoch. Ich will nicht hier dauernd um die Häuser schießen müssen. Das nervt. Ja, er geht wieder weg. Also, alles gut. Nein, er kommt wieder. War doch klar. Wir sind unbesiegbar. Von wegen. Ihr seid voll schwach. Es gibt kein Entkommen. Ja, kommt mehr mit Selbstmordattentätern. Irgendwo habe ich einen Gatling-Panzer da. Also. Da haben sie keine Chance. Ich glaube, ich brauche keine Gatling-Panzer mehr. Wir kämpfen für die Rote Armee. Ja, General. Aber das könnte ich machen. Zack. Und zack. Einheit verloren. Dann kommen sie direkt dahin, wo sie hin sollen. Die kommen ja eh immer nur einzeln. Ob ich sie jetzt als Mannschaft schicke oder sowieso nur einen immer anklicke. Weil die Brücke hier einfach zu dünn ist für sie. Ich habe jede Menge
China war sehr immer noch nicht. Ah, ich bin so doof und habe neue Panzer in Auftrag gegeben. Für die Rote Armee. Einheit verloren. Nervt mich nicht. Wenn ich hier Gatling-Geschütze bauen würde, die würden kaum was bringen gegen solche Panzer. Hat China keine besseren Verteidigungstürme? Offenbar nicht. Ich baue für China. Wie viel haben wir denn da noch? Oh, Kacke, deswegen kommt es hier so langsam rein. Geh mal schnell weg da. Wir haben große Pläne. Höchste Zeit jetzt. So, was können wir wegmachen? Das können wir wegmachen. Und ihr Jungs, ihr Versorgungstruck, müsst jetzt mal hier sammeln. So verdient man Geld. Da kommt auch noch einer raus, zum Glück automatisch. Natürlich. Mann, ist das Geld hier knapp. Das kann natürlich auch weg, denn hier kommt ja nichts mehr Neues nach. Ist ja kein Tiberium. Für die Ehre Chinas. Könnt direkt hier eine Waffenfabrik bauen. Dauert jetzt ganz schön lang, die Mission schon, aber ich glaube, ich habe eine Möglichkeit, sie zu schaffen. Einheit verloren. Muss nur dran glauben. Marschbefehl bestätigt. Irgendwo will ich jetzt mal meine Artillerie hinfeuern. Die ist total nutzlos die ganze Zeit. Da kommen sie. Versorgungstrupp. Drachenpanzer. Wir sind unterwegs. Wir kämpfen für die Rote Armee. Ich speichere am besten mal wieder. Neuer Stand wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ich würde es ja schon gerne nochmal versuchen. Einheit vielleicht verloren. Gehe ich heimlich mal außen rum. Aber dann ist mein Nachschublager ungeschützt. Wir rücken vor. Marschbefehl bestätigt. Sehr risky. Aber ich kann ja nochmal sowas dahin schicken. Oh, jetzt kann ich da nicht drauf verzichten. Einheit verloren. Na, hilft das schon was? Fleisch. Schnell, mach das kaputt. Für die Rote Armee. Die Gatling-Panzer sind, glaube ich, echt nicht nützlich im Moment. Einheit verloren. Machen keinen Schaden gegen Panzer. Alter, ihr nervt doch. Ich schaff das nicht. Ich muss gleich laden nochmal. Ich will jetzt erstmal hier sehen, woran ich bin, was Sache ist. Jetzt kann ich endlich mal nachbauen. Einheit verloren. Ich muss doch nur ein Gebäude zerstören, dann geben die wahrscheinlich schon auf. Ich muss nur sehen, wo es ist. Ich habe hier leider keinen Radar, der was öffnet an Bild. Einheit verloren. Da, ich sehe mal was. Das ist es, hä? Geheimlager. Könnte das sein, das Verstecke? Nein, die laufen da irgendwo. Okay. Einheit. Wir schicken es mal da drauf. Vielleicht reicht das ja dann. Ich glaube, ich habe jetzt Wolf in den Tod geschickt, unnötigerweise. Mal gucken, vielleicht auch nicht. Wo bleibt's? Und? Hat nichts geholfen. Von wegen, die geben jetzt auf. Aber hier ist noch ihre Kommandozentrale. Einheit verloren. Eine neue Gruppe 1. Das Ressourcenlager muss jetzt ausreichen für den Rest. Aber ich habe ja gespeichert, dann lade ich eventuell gleich nochmal. So, ich sollte auch das tun, was ich sage, und nicht mehr Gatling-Panzer bauen. Chinas Panzerdivision. Für die Ehre Chinas. Wie kann ich dich heilen? Kann ich dich auch in die Waffenfabrik zurückschicken? Könnte ich. Dann mache ich das doch. Brennstofftanks versiegelt. Sonst bist du beim nächsten Feindkontakt gleich mal tot. Frag mich, ob das irgendwas gebracht hat, dass ich das Geheimlager zerstört habe. Ich soll jetzt die ganze Basis zerstören. Vielleicht greifen die jetzt gerade nicht mehr an. Doch, machen sie. Brennstofftanks versiegelt. Jetzt müssen die Flammenpanzer ran bei den Infanteristen. Einheit verloren. Wir rücken vor.
vor. Aber ich habe das Gefühl, die sind gerade ein bisschen zurückhaltender. Vielleicht habe ich sie beeindruckt in meinem Angriff. Das hier ist total unnütz. Am besten wäre es gewesen, wenn ich da noch Gatling-Geschütze hingestellt hätte. Also sarkastisch gemeint jetzt. Wir sind unterwegs. Wo geht's zur Stadt? Einheit verloren. Wir sind unbesiegbar. Ja, von wegen. Und weiter. Wann kann ich endlich Overlords bauen? In der nächsten Mission hoffentlich. China braucht uns. Du darfst wieder zurück. Marschbefehl bestätigt. Geld, wo bist du? Wo haben die das ganze Geld her, dass die mich überhaupt herunter angreifen können? Kann doch auch nicht sein. Ich habe genug Panzer, um meine Basis zu verteidigen, aber nicht um anzugreifen. Hat ja gesehen, was dann daraus wurde. So, Moment. Dann machen wir das mal so. Immer in Bewegung bleiben. Gut für die schlanke Linie. Hoffentlich kommt er soweit, aber müsste ja. Das mal. Ja, aber leider nur Schwarz-Infanteristen. Wieso lassen sie sich immer abschlachten? Ich verstehe es nicht. Ihr könnt doch genauso weit schießen. Sehr merkwürdig. Du musst erhalten werden. Na, von wegen. Er war doch schon befördert. Das kann ja nicht unendlich lang so weitergehen, denn wir haben hier nur begrenzt Ressourcen. Aber der Feind auch. Es müsste jetzt auch langsam hier alles sein, was er hier hatte. Dann müsste er eigentlich auch aufgeben. Hoffen wir das mal. Für die Ehre Chinas. Ich habe immerhin noch einen Ölförderturm. Das ist meine Geheimwaffe. Den können sie nicht zerstören. Und ich habe noch günstigere Fahrzeuge. Also eigentlich müssten die keine Chance haben. Eigentlich. Ich habe das Gefühl, dass die GBA viel stärker ist als die Chinesen. Solange ich noch keine Overlords habe zumindest. Das wird sich noch ändern. Das wird sich ändern. Dann werdet ihr um Gnade winseln. Ihr werdet schon sehen. Dann wird sich alles ändern hier. Einheit verloren. Warum sind die so schwach? Immer wieder die Frage. Und ich habe ja keine andere Wahl. Ich kann nichts machen. Justiere Gasventile. Ich könnte Gatling-Geschütze bauen. Irgendeine Geheimwaffe. Ich könnte. Oh, ich habe doch Flugzeuge. Warum baue ich keine Flugzeuge? Das wäre doch die Idee. Auf jeden Fall kann ich das mal darauf schicken. Hätte ich schon längst machen. Oh, da ist die Waffenfabrik. Weg damit, sowas von weg damit beim nächsten Mal. 5 Minuten noch. Einheit. Wird das repariert, ist jetzt die große Frage. Systeme bereit. Es wird, glaube ich, nicht repariert. Läuft. Doch, da läuft jemand hin. Aber Einheit nur dahin. Verloren. Das stimmt doch hoffnungsvoll. Hoffnungsfroh. Ja. Noch 2 Typen von Einheiten. Beim nächsten Mal ist die Waffenfabrik erstmal weg. Kein Geld. Immer nur $200? Wirklich? Das ist ein bisschen wenig. Überprüft. Ganz langsam. Einheit verloren. Nervt nicht. Wir sind unbesiegbar. Systeme bereit. 2 Seiten, ihr haltet euch ganz schlau. Diese Zivilgebäude müssen mal weg. Oder ich setze sie einfach. Das wäre überhaupt die Idee gewesen. Einfach mal hier ein bisschen strategisch vorgehen. Wo
Wo will er jetzt hin? Die wollen oben sammeln, glaube ich, aber da ist auch gleich leer. Bringt euch auch nichts mehr. Ich glaube, die geben auch schon so auf. Es war die berühmte Zermürbungstaktik. Die war zwar nicht geplant, aber funktioniert trotzdem. Die wollen mich nur zu sich reinlocken. Schnell weg hier. Ah, dieses Artillerieschlaggedöns dauert zu lange. Systeme bereit. Zündung. Bis es wieder bereit ist. Nachbauen. Einheit verloren. Immer schön gleichmäßig. Um zu suggerieren, dass man Ahnung hat, was man tut. Greif nur mit Skorpionpanzern an. Und ein paar Zivilisten. Infanteristen. Wieso sage ich dauernd Zivilisten zu Militär? Weil die genauso gefährlich sind fast. Das muss ich dann schön mit timen. Das hätte ich auch schon früher machen können. Mit dem Artillerieschlag werde ich dann mit meinen Panzern da reinrollen. Vielleicht nicht jetzt sofort, aber beim übernächsten Mal dann. Och nö. Vier Panzer auf einmal, das ist unfair. Unfair, unfair, unfair. Da habe ich ja gar keine Chance. Zum Glück habe ich so viele Mao-Panzer. Wo ist das nächste Depot? Ja, wo? Ach, ich habe den mitgenommen. Oh, ich habe kein Geld mehr. Ja, toll. Jetzt wird's problematisch. Ich muss angreifen jetzt, sonst... Ich habe nicht mehr gespeichert seit dem letzten Angriff. Kann sein, dass ich den gleich lade, den Stand. Ich habe nämlich nicht mehr viele Möglichkeiten. Ach so, der ist repariert worden. Der hat gerade mein Gebäude wäre beschädigt. Kann nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein. Die nerven einfach. Immer wieder. Unentwegt. Hätten sie mich nicht irgendwie warnen können? Sie haben keine Ressourcen mehr, denn drei Nachschublager sind in 10 Minuten schon alle. Oh, ich bin schon seit fast 40 Minuten dabei. Aber trotzdem. Hört doch mit dem Scheiß auf. Die hören überhaupt nicht auf. Erinnert mich an diese eine, an die vorletzte Mission der Russenkampagne bei Alarmstufe Rot 2. Da kam Yuri auch unentwegt. Nerven. Ihr sollt brennen. Einheit verloren. Verkehrt sie ab. Zündung. Ich habe zwar nicht viele Einheiten, aber die müssen reichen. Brennstofftanks versiegelt. Ein Dreier. Der wird mich dort weit bringen. Es gibt keinen Kopf. Verderben den Feinden Chinas. Attacke! Oh, gleich ist es bereit. Gleich ist es bereit. Die Zivilisten können ruhig... Ja, die Infanteristen können ruhig kommen, aber... Wurde auch nicht repariert. Hm, hätte ich jetzt auch kaputt machen können. Aber das wäre ein Loch rausgekommen und das bringt mir nichts. Gasdruck überprüft. Machen wir sie fertig. Ihr sollt brennen. Hoffentlich wird das nicht nachgebaut, die Waffenfabrik. Einheit verloren. Ein Loch ist rausgekommen, das gibt's doch nicht. Temperatur stabil. Warum kommt denn da ein Loch raus? Die war doch ein doppelter Artilleriebeschuss schon. Nicht der einfache. Hätte eigentlich reichen müssen. Ich brauch Nachschub. Aber ich habe kein Geld mehr. Aha. Das gibt's doch nicht. Einheit verloren. Jetzt bin ich am Arsch. Jetzt bin ich geliefert. Mal richtig so. Ohne Geld kann man nichts machen. Der Feind hat immer Geld, das ist normal. Auch wenn keine Ressourcen da sind. Muss ich irgendwie einen Strategiewechsel vornehmen. Merken wir uns. Hier kann ich mir das merken. Eher nicht. Vielleicht baue ich ein Flugfeld. Ja gut, so habe ich jetzt verloren. Gut, beim nächsten Mal hoffentlich mit mehr Erfolg. 40 Minuten reichen erstmal. Mein Name ist Sam. Tschüss.